Was hältst du davon, dass Berlin den langen Bus von Hamburg testet? Übernehmen die Doppelgelenkbusse oder was? Ah. Und noch eine Frage, was war mit Klo-Manager Deluxe? Hallo? Hallo? Könnte ich glatt vor Aufregung meinen Namen tanzen. Ja. Aber über eurythmistische Fähigkeiten werde ich jetzt nicht groß sprechen. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch lustige Videos zu. Weil es ist wirklich lustig. Also, es ist einfach da. Es ist kein wirkliches Vorurteil gegenüber Waldorfschülern. Tatsächlich, eigentlich kann, glaube ich, jeder, auch wenn es vielleicht nicht wahrhaben will, seinen Namen tanzen. Hat es vielleicht vergessen schon, wie es geht, so genau, aber irgendwann hat man es mal gemacht an der Waldorfschule in der Regel. Hallo. Aber, nein, darüber werde ich jetzt nicht sprechen. So, aber zu meinem Laptop, ich werde den jetzt nicht anschließen, weil in Hamburg ist auch Schluss. Schluss mit lustig, da werde ich. Ist ja der Motor ausgegangen. Da werde ich diesen Stream auch beenden, weil ich wollte von Dortmund nach Hamburg fahren. Das war mein Ziel und das habe ich dann geschafft. Aber in Hamburg können wir uns gleich nochmal ein bisschen umgucken. Aber ansonsten könnte ich auch kurz was anderes tun. Ich glaube, das werde ich tun. Ihr hört jetzt nämlich mal kurz nichts vom Spiel. Da muss ich das mal kurz machen. Moment, muss ich mal kurz gucken. Wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt? So, einen Moment. So, zum Kanal. Videos. Livestreams. Fernbus-Simulator. Chat. Chat im neuen Fenster öffnen. Kann ich das Fenster nämlich wieder wegmachen. Und jetzt kann es weitergehen und dann sehe ich. Ach, wir könnten hier auch was. Hallo und herzlich Oh nein. willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns. Die Ansagen habe ich vergessen. Gerade habe ich die ganze Zeit die Ansagen vergessen. Nein, 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 das gibt Minuspunkte. So, da kann ich nämlich jetzt mein Handy wieder weglegen. Jetzt habe ich nämlich den Chat auf dem zweiten Monitor gemacht. So. Gibt es beim Fernbus-Simulator auch eine Flycam, wie bei ETS 2? Nein, eine Flycam gibt es meines Wissens nach nicht. Nein. Aber man kann halt frei rumlaufen, das ist halt das Schöne. Nicht ganz frei, aber schon recht frei. Und wenn man Lücken findet in den unsichtbaren Wänden, dann kann man sehr frei laufen. So. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Zuschauer wir momentan haben, aber ich bin begeistert davon, weil es ist ein ungekündigter Livestream und ich habe jetzt, soweit ich das beurteilen kann, fast konstante Zuschauerzahlen gehabt. Und das ist echt wahnsinnig. Übrigens, ich weiß nicht, wie viele das Video gesehen haben. Und zwar, wo wir, also zumindest Ansgar, sage ich mal, Ansgar im Video, aber ich bin auch Bus gefahren, in Dortmund halt Bus gefahren sind. Einen echten Bus. Und zwar auf dem Kanal 21. Das ist nämlich unter anderem der Kanal, der eben auch für die Stadtwerke die ganzen Videos produziert und zeigt und, ne? Und da waren wir eben, oder wurden wir dazu eingeladen, mal einen Bus zu fahren. Und das war ziemlich cool. Also mich hat man da nur einmal kurz gesehen, als wir, oder als man uns im Studio gefilmt hat. Da hat man mich, glaube ich, das einzige Mal kurz in dem kleinen, kurzen, netten Video gesehen. Aber ansonsten kann ich sagen, ich bin auch im Bus gefahren. Das war Mercedes Citaro, aber ohne Gelenk. Reicht aber auch erstmal, weil so ein Bus ist echt schon lang und man muss da ein bisschen was bedenken, was man beim normalen Autofahren jetzt nicht so wirklich bedenkt. Aber es war wirklich eine ziemlich coole Sache. Und es hat mich sehr gefreut. Wirklich sehr. Aber generell, stellen wir, also Ansgar und ich, gerade fest, dass viele das Video gesehen haben, jetzt auch wieder hier im Chat.
Und das ist echt wahnsinnig, weil das ist inzwischen, also ich meine, ich will jetzt nicht groß stolz darauf sein, vielleicht ist es auch das Thema, aber es ist so wahnsinnig, weil das ist das meistgeklickteste Video auf dem Kanal 21. Das fand ich wahnsinnig. Also, vielleicht ist das nicht mehr aktuell, ich weiß nicht, aber es war mal das meistgeklickteste. Kann sein, dass es das immer noch ist, aber es ist wahnsinnig. Das ist wirklich wahnsinnig. Ja. So. Ja, hier sehen wir schon den Hauptbahnhof, leider noch mit sehr matschigen Texturen. Eine Sache, die ich immer mal wieder kritisiere hier. Die Texturen sind echt nicht die schönsten. Und Texturen alleine sind nicht das Wichtigste, aber ein Objekt, ein 3D-Objekt kann noch so schön sein, wenn die Texturen kacke sind, dann ist auch das 3D-Objekt eigentlich kacke. So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt pünktlich... Ich glaube, wir sind sogar noch pünktlich da, ne? Das ist schön. So. Früher wollte ich tatsächlich auch mal Busfahrer werden. Das erinnere ich mich gerade. Ja. Das war nämlich noch zu Zeiten, als ich mit dem Schulbus vor der Tür abgeholt wurde. Und das waren immer ziemlich schöne Busse. Und das war auch eine Zeit, da habe ich, jetzt kommt's, Entschuldigung, ich muss jetzt zugeben, ich habe eine Zeit lang sehr gerne WDR 4 gehört. Und zwar aus einem Grund. Nein, also ich will WDR 4 nicht verteufeln, aber es ist eigentlich nicht meins, die Musik zumindest, die da läuft. Aber es war nämlich so, dass die Busfahrer immer wieder WDR 4 gehört haben. Und ich wollte halt eigentlich dann irgendwie als kleiner Zenges wollte ich Busfahrer werden. Und ganz früher habe ich auch auf dem Autoteppich zum Beispiel immer Busfahrer gespielt. Das waren tolle Zeiten. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann auch WDR 4 gehört. Weil die Busfahrer das waren, die coolen Busfahrer. Das fand ich schon lustig. Naja. Ich war auch immer der kleine Junge, der dann vorne saß und wunderschön mit dem Busfahrer gequatscht hat und so. Hier ist eine interessante Frage. Wie würdest du dich verhalten, wenn du von Fans angesprochen wirst? Erstmal muss ich sagen, dass ich den Ausdruck Fans immer ziemlich lustig finde, weil ich weiß nicht, ich finde, das ist wie wenn ich jetzt so spreche, so, ja, wenn ihr mich, das klingt immer so, es ist immer so quasi persönlich, unpersönlich, ich bin oben, ihr seid unten, so klingt das für mich immer. Und das will ich auf keinen Fall jetzt zeugen, ich will irgendwie auf einer, ja, Wellenlänge bleiben mit euch, sag ich mal. Also ich will jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, dass ich euch liebe und ich tue auch nicht alles für euch, aber wenn ich euch zum Beispiel treffen würde, dann würde ich euch, sag ich mal, ganz normal behandeln. Und ich glaube, das wissen auch einige, die mich vielleicht schon mal getroffen haben. Ich weiß nicht, deswegen ist es auch so, dass ich jetzt, ich habe jetzt nichts Großes zu bieten dann. Ich sagte, hey, super geil, guck mal hier, ich schenke dir direkt hier, kannst du 10.000 Spiele haben. Autogramm, ja, weiß ich nicht. Ist alles machbar, aber es ist, glaube ich, eigentlich nichts Besonderes, mich zu treffen. Aber nett quatschen, da bin ich immer für zu begeistern, glaube ich. So, hier sehen wir die nicht so schönen Texturen. Die werden, glaube ich, gleich nochmal besser. Wir können mal ganz kurz warten. Oder vielleicht näher dran fahren. Moment. Ja, weil so sind sie matschig. Moment, ich mach mal ganz kurz was. Ich weiß, es ist jetzt... Es ist nur eine Simulation, aber ich möchte mal kurz was zeigen. Seht ihr das? Seht ihr das? Wie viel besser die Texturen auf einmal sind. So, jetzt müssen wir mal kurz hier rüber rennen. Jetzt, wo ich einmal kurz näher an das Gebäude rangegangen bin, sind die Texturen auf einmal besser.
Das heißt, die Texturen an sich sind gar nicht so schlimm, wie sie erst aussehen. Aber das Laden der Texturen hat einfach nicht geklappt. Tja. Ein Mysterium. Also so sehen sie nicht besonders gut aus, aber schon mal besser. So. Aber zum Thema nochmal mit Fans und so. Ach komm, Freunde. Interessant finde ich immer, was diese, in Anführungsstrichen, Fans, sage ich mal, für Fragen haben. Und es sind ja teilweise auch sehr persönliche. Und ich frage mich bei vielen persönlichen Fragen, wie zum Beispiel der Frage, hast du eine Freundin? Was würde das verändern? Jetzt mal angenommen, ich hätte einen Freund. Angenommen, ich wäre schwul, würde das was verändern? Angenommen, ich habe eine Freundin, was ich jetzt eigentlich nicht leugnen kann, sonst kriege ich eine gewischt. Was würde das ändern? Also ich weiß nicht, das ist genauso wie, wo wohnst du? Spielt das eine Rolle, wo man wohnt? Hm. Ich weiß nicht. Aber, ich weiß nicht, das möchte ich eigentlich auch nicht, weil ich finde eigentlich, dass es um den Content geht, den jemand produziert. Und das erlebt man ja bei vielen Stars, sage ich mal. Ich sage jetzt einfach Stars, so, Punkt. Hier übrigens das wunderschön, wirklich realistisch nachgestellte Gebäude vom zentralen Omnibusbahnhof Hamburg. So weiter zum Thema. Viele Stars sind meiner Meinung nach gar nicht mehr wegen ihres, also, Schaffens so bekannt, sondern einfach, weil sie bekannt sind. Ich meine, es gibt leider sehr viele Beispiele, gerade bei den ganz Großen. Ich meine, sie machen vielleicht mal gute Musik, aber ich meine, sie machen die Musik meistens gar nicht mehr selber, sondern da ist ein Produzent hinter, da ist jemand, der schreibt die Lyrics, da ist jemand, der mischt das Ganze ab. Die haben ihr ganzes Gefolge unter sich. Das sind eigentlich die Leute, die Musik machen, zum Beispiel, jetzt um mal auf die Musikbranche zu schauen. Und dann ist da nur eine Frau, die das Ganze einsingt. Vielleicht eine schöne Stimme hat, das kann sein. Und ihren schönen Körper präsentiert. Und ein lupenreines... Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Ja, das ist wirklich kaum zu glauben. Und ein wunderschönes Bild projiziert. Und das will ich nicht. Ich will, dass man mit mir nett quatscht, dass man aber jetzt nicht so... Ich weiß nicht, mein Leben würde ich jetzt erstmal als relativ uninteressant... Also ich habe auch schon mal tatsächlich überlegt, so Vlogs zu machen, aber ich weiß nicht so. Es ist so... Naja, aber auf jeden Fall, weiß ich nicht. Ich finde, man sollte sich dann für die Sache oder so interessieren und nicht besonders für die Person. Aber wenn ihr euch für mich interessiert, okay, könnt ihr gerne machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden. Ich bin da manchmal, wenn ich sowas rede, dann kommt das manchmal ein bisschen durcheinander. Deswegen hoffe ich einfach, dass das zu verstehen war. Ja. Und jetzt sind wir hier. Ich würde mal sagen, wir gucken uns einfach noch mal kurz das Gebäude ein bisschen an. Weil das ist wirklich sehr schön umgesetzt. Wobei, das ist auch ein Gebäude, wenn man das nicht wirklich... Wenn die das nicht umgesetzt hätten, dann wäre ich auch traurig gewesen. Weil das habe ich auch schon mal in Real Life gesehen, sogar schon mehrmals. Und es ist wirklich ziemlich, ziemlich schön. Generell in echt ist vieles schöner, aber wenn man es dann so sieht, ist es... nochmal schöner. Eigentlich müssen jetzt dann noch andere Busse stehen, aber leider gibt es ja hier keine KI-Busse, die durch die Gegend fahren, was ich auch sehr schade finde. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, dass der Stream jetzt hier beendet ist oder die Aufnahme, weil eigentlich ist es ja, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass das einfach nur eine Aufnahme wird. Ich wollte eigentlich gar nicht so sehr auf den Chat eingehen, aber es macht dann doch einfach viel zu sehr Spaß. Und ja, ich würde mich dann quasi verabschieden. Aber nur quasi. Und ja, mich jetzt nochmal dem Chat widmen. Also, an dieser Stelle bricht wahrscheinlich schon die Folge ab.